Ich fühle mich unbesiegbar, Soph. Als könnte ich sogar Sarah Jane aus der Schule bezwingen. Sarah Jane hat dein Essensgeld Mensch, geklaut. Das macht sie nicht zum Nazi. Alles total verlassen. Als wäre das das Ende der Welt oder so. Okay, also... Sarah Jane hat dein Essensgeld geklaut. Das macht sie nicht zum Nazi. Nein, aber fast. Ja, ich weiß. Wow, schau dir das mal an. Gegner markieren, drücke. Hab ein Ziel markiert. Okay, cool. Nun, wenn wir das jetzt angehen, sind wir so gut wie tot. Ah, glaube ich nicht. Wir sind die Blaskovic-Schwestern. Eben. Code eingeben. Und ab mit dir, Mann! Dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Bürger von Neu-Paris, erkennen Sie den Unterschied zwischen einem Untermenschen und einem echten Barbaren? Sie haben Chance, finden sich für den Rassenbiologie-Kurs an der Universität von Neu-Paris an. Und vergessen Sie nicht, Ihren Lehrer etwas mitzubringen. Einen wunderbaren Tag. Frage ist, wie lösen wir das Ganze jetzt hier? Wo ist er? Ich nehme den da! Kommt schon! Da wo das herkommt, gibt's noch viel mehr für euch. Okay, Jess hat sich gekümmert. Mag Jess endlich mal. Endlich mal eine intelligente KI. Nicht nur bei Gears oder so. Lagerraum unter dem Bahnhof am Fluss der Worte wie angegangen. Hallo. Jetzt Musik. Ah, das war ja Lagerraum, es war ja kein Code.
Okay, großes Tor. Ich denke mal nicht, dass es hier weitergeht. Hier müssen viele Leute gestorben sein. Hier liegt ganz viel Zeug rum. Die Arme. Oh. Okay, sie wirft eine Frau. Entschuldigung. Dass ich das so sage. Danke, Mann. Ziel dort drüben markiert. Feind ist markiert. Entschuldigung, ich muss mich erst um den Typen da kümmern. Hau rein, Schwester. Danke, Schwester. Gut, genauso. Oh. Ich muss nachladen. Oh. Arme Sanitäter. Ah, da oben ist noch einer. Der arme Sanitäter, warum immer auf den Sanitäter? Der hat doch niemand das getan. Hey, leise. So. Komm, wir brauchen noch eine Lebenskiste. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Dieselkraftwerk öffnen. Kann ich, habe ich dann jetzt mittlerweile, Charakter, ja, es kann ich. Verstand, nein. Kraft. Was? Ich hab nicht genug. Wie viel brauche ich denn? 4. Sturmgewehr. Visier. Schafft. Oh. So. Waffen mal ein bisschen aufgerüstet. So. Hier wird eh nichts mehr sein. Was verbirgt sich wohl hinter Tor Nummer 2? Bereit machen! Ah! Ich hab mir gerade das Trick eingegossen. Auf damit. Okay. Also, zeig dem Regime, wer der Boss ist.
Ich einfach mal das Geld rum und Notizen und eine Lesebrille. Ist ja irgendwas in dem Ding noch drin? Ne. Ist ja öde. Dafür musste ich jetzt aufstehen. Regime ist das Schlimmste, Jazz. Absoluter Abschaum, Soph. Der Abschaum der Erde. Katakomben. Oh, warte mal. Wie kann ich das denn hier genau benutzen? Hauptquartier. Reisen und... ja. Keine Ahnung. Und klingt irgendwie gut. Mist, du bist dran. Was Süßes für euch. Yay. Oh mein Gott. Der Wein schmeckt exzellent mit der Schokolade. Zigarette? Rauchen ist ungesund. Auf damit. Nein. Du musst so richtig tief inhalieren. Jetzt du. Ach, wenn der Krieg nicht wäre, hättet ihr zwei Hübschen sicher ein tolles Leben. Genießt jeden Moment. Ladies. Ich habe Teile gestohlener Daten auf dem Computer entschlüsselt. Berichte von Regimesoldaten, die ein Treffen mit Captain Blaskovich überlebten. Nach dem Zusammenpuzzeln der einzelnen Informationen fand ich heraus, dass er nach einem bestimmten Ort suchte. Labor X. Dann muss er dort sein. Gehen wir! Warte noch, Jazz. Nur wenige wissen, wo sich Labor X befindet. Setz dich hin, Arschratte! Kannst mich mal. Sprecht ihr Germanisch? Ausreichend. Abby? Wir haben eine Nachricht von General Lothar Brandt abgefangen. Hier. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. Das war alles. Darf ich mal? General Lothar hat die Brüder gebaut, um Paris zu unterwerfen und zu kontrollieren. Ein Maschinenkommandant in jedem Turm bewacht die Schlüssel zu den Hauptcomputern. Wenn wir die übernehmen, können wir den Zugang zu Labor X öffnen und euren Vater finden. Dringt in die Türme ein. Tötet die Maschinenkommandanten, besorgt die Schlüssel, knackt die Hauptcomputer und fertig ist der Lack. Der Lack? Was für ein Lack? Müssen wir irgendwas anpinseln? Oh, tut mir leid. Das ist nur eine Redewendung, die Arthur und Kenneth benutzen. Ist mir schon klar. Hab dich nur verarscht. Kenn ich natürlich das mit dem Lack. Wow. Für mich? Vielen Dank. Soph, ich fürchte, die Brüder sind eine Nummer zu groß für euch. Ihr müsst trainieren, bevor ihr euch auch nur in ihre Nähe wagt. Viel Erfolg. Und gib Bescheid, wenn ihr mehr Zigaretten braucht. Okay, Mädels? Gut gemacht, Abby. Rauchen ist ungesund.
Mach das nicht. Das ist cool. Meinst du, wir übersehen etwas? Zum Beispiel? Dass sie eine falsche Schlange ist. Warum kannst du nicht einfach mal zufrieden sein, Jess? Mission abgeschlossen, Flussufer. Wie geht's? Hey. Manche sagen, dass meine Bilder sie beleidigen. Bonjour. Und hi. Und wenn, dann haben sie aus der ganzen Scheiße nichts gelernt. Kita Hans, die neue Bedrohung. Nee. Wie komme ich da raus? Ja. Manchmal vermisse ich unser Zuhause, Soph. Jagd mit Paps. Weißt du, was ich vermisse? Auf der Veranda Geschichten zu schreiben. Ein kühles Glas Eistee dazu. Einfach schön. So, was sieht's denn jetzt aus? Vier Stück haben wir gemacht. Nein, Kraft. So, jetzt kann man nämlich die großen Waffen nehmen. Bis hier. Aber, bitte um deine Schwester, damit sie das so reißen möchtest, okay? Wir sollten uns umsehen, Soph. Vielleicht können wir jemandem hier helfen. Hallihallo. Na klar, Schwester. Gibt's hier jemanden, Hallo. Dem wir helfen können? Kann ich kurz mit euch reden? Ja, sehr gerne. Sie war so lieb. Habt ihr gerade etwas Zeit für mich? Meine Freundin Maria wurde gefangen und ins Krankenhaus nach Klein-Berlin geschafft. Bonjour. Sie soll dort Hallöchen. Einer Gehirnwäsche unterzogen und in einen Roboter des Regimes verwandelt werden. Nein, das geht ja gar nicht. Dürfen wir auch nicht. Werden wir auch nicht. Ich nehme mal jetzt hier noch alle Missionen an, die hier so sind. Salut. Hi. Was? Hallo. Je vous en prie, ich brauche eure Hilfe, Mädchen. Lefi, oh, es gibt ein großes Problem. Das Regime versucht, unser Wasser und unsere Atemluft unter Einsatz großer Maschinen zu vergiften. Viele sind schon krank wegen des Giftes. Findet die Maschinen im Untergrund unter dem Siegesboulevard. Ihr wisst schon wo. Nein. Und zerstört sie. Okay. Bevor wir alle draufgehen. Okay. D'accord? Okay. Hey, kommt her. Nach General Lothars Rückzug konnten wir einen geheimen Außenposten bei Areal 4 für politische Gefangene einrichten. Aber der Kontakt ist abgebrochen. Ihr zwei, bitte geht dorthin. Untersucht den Grund dafür. Пожалуйста. Я прошу вас. Ich guck gerade, mit welcher Taste konnte ich... Konnte man nicht irgendwie die Map noch größer machen? Nee. Ist alles sehr, sehr seltsam. Kann mir noch irgendjemand helfen? Oh, das ist schön. Braucht noch irgendjemand meine Hilfe? Bin gerade so in Helferlaune. Anscheinend nicht, das wird es mir ja. Okay, ist der Metroplan.